Hallo Leute, herzlich willkommen bei der Sprechstunde Harz. Wir sind mit den neuesten Antworten zu euren Fragen für euch da. Yvonne hat einen 1-Euro-Job in einem Kindergarten. Jetzt möchte die Betreiberin ein Foto von ihr aufhängen, weil sie darstellen möchte, wer in dem Kindergarten arbeitet und sich um die Kinder kümmert. Yvonne fragt sich, ob das zulässig ist. Ja, das ist jetzt eine Frage außerhalb des Sozialrechts. Insofern, wir sind ja Spezialisten im Bereich des Sozialrechts, können wir das nicht hundertprozentig beantworten, aber nach unserer Rechtseinschätzung ist es wie folgt. Wenn in dem Vertrag, den du unterschrieben hast, drinsteht, dass das Foto aufgehängt werden soll, was sehr unwahrscheinlich ist, dann dürfte das wohl zulässig sein. Wenn das nicht drinsteht, dann hast du natürlich das Recht an einem eigenen Bild und kannst dich da verweigern. Als nächstes kommt Ines mit einer ganz aktuellen Frage. Sie möchte wissen, ob das Jobcenter verpflichtet ist, die Hundehaftpflicht zu übernehmen, wenn die Hundehaftpflicht in dem jeweiligen Bundesland eine Pflicht ist. Ja, das ist eine ganz interessante Frage und Anfang des Jahres 2017 hat das Jobcenter regelmäßig die Hundehaftpflicht übernommen bzw. zumindest bezuschusst. Und dann kam vor kurzem eine Entscheidung leider des Bundessozialgerichts, dass eben das Jobcenter dazu nicht verpflichtet ist, da Hundehaltung, so das Bundessozialgericht, Hobby sei und das müsse halt nicht finanziert werden. Ja, wir selber halten das für verkehrt. Ein Hund hat ja gerade einen sehr positiven Einfluss in der Zeit, die hart ist, wie etwa im Bereich der Arbeitslosigkeit. Und deswegen können wir das nicht wirklich nachvollziehen. Es ist aber zurzeit leider so, wie es ist. Und solange das Bundessozialgericht seine Meinung nicht ändert, wird es weiterhin so sein, dass es nicht bezuschusst wird. Bei Jeanette hat es in der Vergangenheit eine Überzahlung von Hartz-IV-Leistungen an ihren minderjährigen Sohn gegeben. Jetzt fordert das Jobcenter das Geld vom Sohn, der nunmehr volljährig ist, zurück. Die Frage ist des Rechtens. Ja, da muss man den Fall etwas genauer sich anschauen. Wenn der Rückforderungsbescheid damals an deinen Sohn gegangen ist, als er noch minderjährig gewesen ist, dann ist das in jedem Fall unzulässig. Die Forderung wäre dann inzwischen verjährt und ihr müsst nicht zahlen. Ist der korrekterweise an dich adressiert gewesen, dann muss etwas zurückbezahlt werden, aber immer nur das, was dein Sohn an seinem 18. Geburtstag hat bzw. hatte. Alles, was danach von ihm erworben wurde, darf nicht herangezogen werden. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Toll, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Zeit in der etwas ungemütlichen Jahreszeit. Ein Outtake. Na, ich glaube, für ein Outtake reicht es nicht. Auch